Radioaktive Stoffe sind nicht nur gefährlich, sondern auch langlebig. Von einem Kilo Uran würde die Hälfte nach rund 4,5 Milliarden Jahren noch immer strahlen. Und auch die Person, die den Begriff Radioaktivität geprägt hat, strahlt noch heute. Marie Curie. Sie hat die Elemente Polonium und Radium entdeckt und hat dafür sogar als erste Frau 2 Nobelpreise erhalten. Aber die Gefahr von radioaktiver Strahlung war damals noch unbekannt. Und so ist sie wegen dem Umgang mit radioaktiven Substanzen an Leukämie gestorben. Bis heute geben ihre Überreste Strahlung ab und werden es auch noch lange tun. Deshalb wurde sie in einem mit Blei ausgekleideten Sarg im Pariser Pantheon beigesetzt. Besonders schlecht steht es übrigens um ihr Notizbuch mit all ihren Experimenten. Das ist derart kontaminiert, dass es als unlesbar gilt.